Das müsste ich eigentlich doch von hier aus auch schaffen. Und dann kriegt er dann immer seinen Arsch in die Luft. Jo, Servusle zum weiteren Paar Super Mario Bros. 1 auf dem NES. Wie ihr seht, bin ich wieder im Level 7-4. Ich habe mich wieder davor gespielt und bin jetzt hier am Überlegen. Kommt jetzt hier ein Geklingel? Und hier kommt gar nichts. Hier kommt noch nicht mal ein Möh. Das ist lame. Ich habe keine Ahnung, was hier schief läuft. Ich habe keine Ahnung, warum hier nichts klingelt. Wird schon seinen Grund haben. Ich weiß es nicht, aber zu mir beim Bowserlauser. Verdammter Hund. Hat er mich geröstet hier? Aber dafür geht er down. Ja, irgendwas scheint mit dem Ingame-Sound nicht zu stimmen oder mit irgendeiner Einstellung. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Irgendwas scheint mir in den Einstellungen nicht zu stimmen. Auf jeden Fall macht er diesen Klingel-Sound nicht. So, jetzt sind wir in meiner Lieblingswelt. 8-1 ohne Item. Heiliger Eili! Wobei die 8-1 noch ging. Mit der 8-2 habe ich so meine Schwierigkeiten. Und 8-3 ist total zum Kotzen. Und 8-4 wird mir den Rest geben. So in etwa stelle ich es mir vor. Soll ich euch was sagen? So wird's auch kommen. Ups, Goomba. Oh, der Part lag beim Koopa. Mann. War hier oben denn irgendwo was? Nein, hier ist nix. Lass mal das mal. Verpisst du dich mal. Macht euch mal vom Acker, Jungs. Ein Traum. War hier irgendwo was? Ein Sterndal will ich haben. Will ich haben. Und Abmarsch. Schade, noch kein Levelende. Immer noch kein Levelende. Wo ist denn das Levelende? Ja, wo ist es denn? Ich verstehe das hier. So. Ich konnte mich an diesen Abschnitt erinnern, der war tricky. So, und jetzt kommt es hier. Das liebe ich ja auch ohne Ende. Ich liebe es, jawohl. So, Leute, jetzt wird's ernst. 8-2. Da freue ich mich schon drauf. Oder auch nicht. Ich hasse dieses Level. Ich hasse es. Geh weg, Alter, geh weg. Und du hast recht, Alter Lucky, du. So, ist er down. Lucky, du gekillt. Hier ist ein One-Up. Nach dem Trampolinieren kommt es One-Up. Das wollen wir natürlich haben. Und zwar jedes Mal, wenn wir hier sind, wollen wir das haben. So, verlieren wir schon mal nichts. Jetzt bin ich am Überlegen, war hier unten was? Nee. Na, hier ist auch nichts. Umsonst das Leben riskiert. Ist ja nett. Äußerst nett. Vorsicht, Doschen, Vorsicht. Du bist hier im Trixie-Level. Trixie. Also ein Ohrschluch? Mann. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber das war jetzt schon hinterfotzig, gemein, mies und unfair. Oh yeah. Das müsste ich eigentlich doch von hier aus auch schaffen.
müsste ich doch von hier aus auch schaffen. Und dann kriegt er dann immer seinen Arsch in die Luft. Ah ja, wir merken hier, es gibt keine Checkpoints, es gibt hier gar nichts. Hier gibt's nichts, gar nichts gibt's hier. Hier gibt's gar nichts. Kein Check the Point, nur eine Lakitu. Aber wir holen uns hinten wieder das One-Up. So. So verlieren wir zumindest keins, wenn wir drauf gehen. Ganz praktisch. War nett von den Entwicklern, das so zu machen. War sehr, sehr nett. So, mit ein wenig Glück sterbe ich hier nicht. Nein, mit ein wenig Glück können wir uns jetzt hier ein Item holen. Vorsicht. Komm, genau. Genau, Mario, bevor da der Kugelwilli wieder... Oh, der nächste leck mich doch am Arsch. Aber hier ist nichts drin. Schade, schade. Bei dem einen aufgepasst, frisst mich der nächste Kugelwilli. Ungeil, so hat sie mir hier wieder. Das hier habe ich gemeint. Mit einem Satz darüber müsste funktionieren. Ja, es geht. Oh, verdammt. Hatte ich nicht mehr im Kopf, dass das drei waren. Ich dachte, es wären nur zwei gewesen. Und dann haben sie mir ans Bein gebinkelt. Haben sie sich gedacht, hör, der Doschen, der wartet nur auf zwei. Dann kommen wir doch mal mit drei. Kleinen Schweinchen. Die drei kleinen Schweinchen. So, One-Up. Das Ganze hier nochmal. Locker flockig. Und hier kann Fehler machen. Passiert auch nichts. Man darf auch nicht zu schnell sein, weil wenn das One-Up den Screen verlässt, dann tut es Endspawnen oder sowas. Ist auf jeden Fall dann weg. Verdammt. Weil der Kugelwilli und der Paracoopa direkt parallel standen, habe ich nur einem einzigen Schaden gemacht. Und das war der Paracoopa, der hat seine Flügel verloren. Und dann konnte mich der Kugelwilli killen. Das war ein bisschen unfair. Wären sie einzeln gewesen, wäre nichts passiert. Ja, so geht's halt. So passiert's. Doch nicht leichtsinnig werden, sonst kommst du in den Minusbereich. Und das wollen wir ja nicht. Bis jetzt geht's ja immer schön 0-0 auf. So. So. So, so, so. So. So, bis jetzt klappt's. Bloß keinen Scheiß machen, sonst bist du der Kleine, wa? Subs. Und, jawohl. Und, jawohl. Oh, das war knapp. Mal wieder knapp. Ach komm schon, weil sie wieder zu zweit waren, diese Schweine. Oh, Goomba. Ups. Ja, es wird schwer. Ihr merkt, es wird schwer. Oh, da muss ich aufpassen. Da kommt von unten auch nochmal der Kugelwilli. Ein Willi-Kugel. Ey, wir haben die 8-3, die 8-2 geschafft. Ist so der Hammer. 8-2 geschafft. Jetzt kommt erst das richtig lustige Level. Jetzt kommt der Hammer, Bruder, altes Luder. Jetzt kommt die Arschloch-Stage. Sehr schön. Mit den Hammerbrüdern. Mit den Hammerbrüdern. So, warte mal, bis die Kugelwillis hier weg sind. Vorsicht, immer schön drüber. Verdammt. Hat beim zweiten nicht funktioniert. Jetzt haben mich so geil nach vorne geskillt. Und dann war's das auch schon wieder. Nur kurz geskillt und dann wurde ich gekillt. Sauerei. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Jetzt muss ich trotzdem mal gucken hier. Ab da vielleicht. Vielleicht. Na, hier nicht. Aha. Aha, aha, aha. Ja, so macht die Sache schon mehr Spaß. Muss bloß aufpassen, dass es mir nicht wieder genommen wird. Vom Hammer, Bruder, alles Lude. Komm, geh runter. So, und ab dafür.
Ohrschluch ist gesprungen. Das Ohrschluch ist gesprungen. Und der springt auch die Sau. Oh, war's das schon? Nein, bin ich ein Idiot. Oh, war's das schon? Und schon war der Dosten fort. Oh, war's das schon? Mann. Und dann rutsch ich da runter, ich Heine. Echt, ich Vollpfosten, ich Vollidiot. Geh bloß weg. Geh weg. Komm, verpiss dich mal. Da unten ist doch... Ist der jetzt noch da? Ja, der ist noch da. Da oben war doch das Buizettel. Will ich haben. Will ich haben. So. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen... Komm, bück dich halt. Warum ist jetzt wieder aufgestanden? Die Sau. Mario. Blödmann Mario. Komm mal runter da, Junge. Komm runter. Ja genau, ganz runter. Was ist denn das für ein Hund? Komm mal runter da. Und dann kam er runter. Und ich war down. Ja, das passiert, wenn man das Maul zu weit aufreißt. Dann stirbt man schneller. So, jetzt ist da noch der Hammerbruder. Wo geht denn hin? Nach unten. Geh mal nauf. So. Ich will es Bullzettel. Jawohl, ja. Und rüber. Und bücken. Und unten bleiben jetzt. Und nauf. Und para. Cooper. Und jawohl. So. Vorsicht. Und Cooper Panzer. Der ist durch den durch. Habt ihr das gesehen? Das ist doch eine Frechheit. Der ist durch den Hammerbruder durch. Und jetzt ist der Partleck schon wieder da. Jetzt kann ich wieder kämpfen. Oh, genau. Wenn man hier den falschen Zeitpunkt verpasst, dann ist es vorbei. Aber jetzt ist der durch den Hammerbruder durch. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Dass der Cooper-Panzer durch den Hammerbruder durch ist und hat den Hammerbruder nicht geschadet und das war Ungeduld. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's los. Jetzt kämpfe ich hier in der letzten Welt, aber das war mir klar. Ich hasse diese Welt, weil sie unfair ist. Hinzu kommen noch Programmierfehler, wie wir sie gerade erlebt haben. So, ich will es Bullzettel. Nur mit dem fühle ich mich sicher. So, auf ein neues. Auf ein neues. Wir können unten bleiben. Und rauf. Und rüber. Und weiter im Text. So, ich bild mal ein, dass hier auch irgendwo noch was versteckt war. Oh, verdammt. Könnt man mal schauen, ob hier noch was war. Oh, ein Buizettel. Gut zu wissen, gut zu wissen. Es heißt nämlich, wenn wir hier groß herkommen, dann könnten wir ab jetzt die Feuerblume haben. Schon wieder ist er durch. Schon wieder ist er durch. Verdammter Hundling, sollst du schon aufpassen. Alter, aufpassen jetzt und jetzt schon wieder einen Scheiß machen. So. 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 So, und ins Ziel. Mann! Da hättest du schon vor einer halben Stunde sein können, du Idiot. So, Leute, wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt das finale Level 8-4 mit 4 Leben. Das wird lustig. Ich bin im Überlegen, ob ich den Weg noch weiß. Jetzt bin ich gerade am Gucken hier. Ich muss den irgendwelche Röhren. Genau, hier war die Plattform, an die erinnere ich mich noch. Ich glaube, ich musste hier rein. Ich glaube schon. Genau, dann kamen hier die drei Käfer. Die nur zu zweit sind. Genau, dann muss ich darauf. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Geht mal baden, Jungs. Ich muss jetzt hier mit irgendwelchen Hidden Blocks darauf, da rein.
Jetzt müsste der Cheep-Cheep-Abschnitt kommen, oder? Genau. Genau, der Cheep-Cheep-Abschnitt. Und ich muss da rein? Muss ich da rein? Ja, genau. Ich bin richtig. Jetzt kommt hier der Wasserabschnitt. Mit die Blubber. Mit die Blubber. Ich mach die Blubber, ne? So, bis jetzt ist noch alles okay. Wir sind noch schön im grünen Bereich. So, genau, jetzt kommt der Hammer, Bruder, altes Luder. Drüber. Jetzt kommt der Bowser, der alte Lause. Und wir haben es geschafft. Lockerflockig. Lockerflockig. Thank you, Mario. Our quest is over. No, your quest is over. We present you a new quest. Push button B to select the world. Select the world? Jo, wirklich, ich kann die Welten auswählen? Das wusste ich gar nicht. Das ist neu, Alter, das ist neu. Ich kann hier oben die Welt wählen? Wie geil ist denn das? Dann müsste jetzt in die Sternwelt kommen. Oder ist das hier eine andere Version? Sieht so aus, Leute, als hätte das hier, als wäre das hier eine Version, in der es keine Sternwelt gibt, sondern in der ich hier die Welten wählen kann. Ist ganz interessant. Ist mir selber auch noch nicht untergekommen. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. So. Wenn ich jetzt spiele, nein, wir kommen nicht in die Sternwelt. Die Goombas. Oh doch, die Goombas sind nicht mehr vorhanden. Es sind die lustigen Käfer. Ja, es wäre normalerweise die Sternwelt hier. Oder ist es nur in der All-Stars-Version so? Das ist natürlich auch möglich. Dass nur in der All-Stars-Version Sterne angezeigt werden. Und in der normalen, regulären Version auf dem NES sind da keine Sterne. Ist durchaus möglich. Habe ich jetzt so nimmer im Kopf. Muss ich direkt mal überlegen jetzt. Ja, möglich, dass diese Sternenwelt nur in der All-Stars-Version angezeigt wird. In der normalen NES-Version anscheinend nicht. Da die Goombas durch diese Käfer ersetzt wurden, ist es ja definitiv und offensichtlich, dass ich jetzt in der Weiterführungsquest bin, quasi im nächsten Schwierigkeitsmodus. Das heißt, hier gibt es überhaupt keine Goombas, hier gibt es nur diese lustigen Käfer. Und die nerven mich. Hat er mich getroffen? Hat er mich getroffen? Und wir sehen ja, die Gegner sind um einiges schneller. Die sind richtig böse. Geh sie weg. Alter, sind die schnell, die Jungs. Die haben immer voll ein an der Waffel. Aber volle Kanne. Volle Möhre, Alter. Volle Möhre. Jetzt bin ich natürlich klein und krieg da oben das One-Up nicht. Zumindest nicht auf dem regulären Weg. Ups. Das heißt, ich muss das One-Up jetzt nach vorne boxieren. Und hier rechtzeitig abpassen. Schon haben wir es. So, jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich hier weiterspiele und das Ganze nochmal durchzock. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn, oder? Irgendwie macht es keinen Sinn. Ich bin hier gerade mal was am Probieren. Es gibt hier nämlich so einen lustigen Trick. So einen lustigen kleinen Trick. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt hinkriege. Man kann sich hier durch die Röhre glitschen. Irgendwie ist es möglich. Und ich habe es auch schon mal gemacht und dann kommt man in die Nullwelt. Ist allerdings nicht geplant gewesen von Nintendo. Das war so ein Entwicklungslevel. Es funktioniert jetzt natürlich nicht. Hätte sein können, dass ich es hinkriege. Kriege ich natürlich nicht hin. Na gut,
Nee, ich werde das Spiel jetzt nicht nochmal durchspielen. Im Großen und Ganzen habt ihr ja gesehen, um was es geht. Es ist nur höhere Schwierigkeitsgrad. Jetzt, die Goombas wurden durch die Käfer ersetzt. Und alle Gegner laufen ein bisschen schneller durch die Gegend. Also sind alle ein bisschen auf Speed oder sowas. Aber so im Großen und Ganzen ist es dasselbe Spiel. Die Level sind vom Aufbau her komplett identisch. Hätte ich gesagt, komme mir zum Fazit. Ja, der Time Death wartet jetzt auf uns. Macht aber nichts. Kommen wir zum Fazit. Die Grafik. Fangen wir mit der Grafik an. Die Grafik ist klassische 8-Bit-Kost, so wie wir es vom NES gewohnt sind. Ja, es gibt zur Grafik nicht viel zu sagen. Es ist halt Super Mario Bros. Es ist so, wie wir es alle kennen und lieben gelernt haben. Die Grafik ist nicht der ultimative Reißer, sie ist auch nicht schlecht, sie ist für eine 8-Bit-Konsole ziemlich gut. Wenn man andere Games auf dem NES und auf dem Master System, also andere 8-Bit-Spiele seiner Zeit, als Vergleich hernimmt, würde ich sogar behaupten, dass es auf einem höheren Niveau ist als der normale Durchschnitt. Aber es reißt keinen vom Hocker. Ja, die Story ist minimalistisch. Spartanisch. Ja, Prinzessin Toadstool, glaube ich, hieße hier, wurde vom Bowser entführt. Das war damals noch neu. Vorher wurde nämlich Prinzessin Toadstool nicht entführt, sondern Pauline. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier wurde das erste Mal in der Super Mario Jump'n'Run Geschichte Prinzessin Toadstool von Bowser entführt. Wir müssen sie retten. Wir rennen von Welt zu Welt, von Castle zu Castle, um immer wieder erfahren zu müssen, Burp, nee, hier ist die Peach nicht, du musst im, oder die Toadstool nicht, du musst im nächsten Castle schauen. Ja, das ist die ganze Geschichte. Simpel, aber wie gesagt, der gute Jump'n'Run braucht sowieso keine Story. Das Gameplay, muss ich zu dem Spiel nicht viel sagen, ich habe das Spiel an sich, es ist bei mir im Fleisch und Blut übergegangen. Ich zock's ziemlich gut und schnell durch. Habt ihr gesehen, ein Game Over war dabei. Gut, würde ich jetzt ein paar Mal hintereinander zocken, dann würde ich es auch ohne Game Over durchschaffen. Aber das war ja jetzt nicht der Sinn des Let's Plays, das hier im Speed-Verfahren durchzuzocken, sondern einfach nur ein standardmäßiges Let's Play abzuliefern. Die Steuerung ist gut, die ist präzise, die ist für NES-Verhältnisse ziemlich genau, wenn man sich dran gewöhnt hat. Verglichen mit Super Mario Maker, wenn man Super Mario Maker eine Zeit lang spielt und zockt dann dieses Game hier, hat man natürlich ein wenig seine Schwierigkeiten, seine Umstellungen. Ja, es gehört aber dazu, wenn ich eine Zeit lang Spiel XY zock und dann spiele ich Spiel Z, dann dauert es immer eine Zeit lang, bis ich mich an die Steuerung gewöhnt habe. Das ist einfach, weil man das die Steuerung von dem anderen Spiel einfach übernommen hat, die ist einfach in Fleisch und Blut übergangen. Und dann zockt man ein anderes Spiel mit anderer Steuerung und da hat man halt einfach seine Schwierigkeiten. Es gibt sich mit der Zeit. Ja, das Spiel hat auf jeden Fall eine saubere Steuerung. Jo, die Musik ist, ja, zum Verlieben, ne? Mario halt. Jeder einzelne Song ist Retro. Und schon stirbt Mario eines Time Deaths. Ja, ich lasse das hier eigentlich nur laufen, damit wir einen Ingame-Sound haben. Oder den Hintergrundsound, weil das Titelbild ist soundlos. Und da wollte ich jetzt meinen Kommentar nicht dazu abgeben, bei einer soundlosen Stelle, sondern hier schön mit Ingame-Sound. Wo waren wir jetzt? Ja, die Musik an sich ist original Retro Mario. Damit hat alles angefangen. Gerade der Ingame-Sound, der ersten Level, der Oberwelt-Level. Das ist legendär geworden. Ist einfach geil. Mario halt. So, jetzt haben wir Grafik, haben wir Sound, haben wir Gameplay, haben wir Story, haben wir Fazit zum Spiel. Hammer geil. Gut gealtert, mehr oder weniger. Der erste Teil unserer geliebten Klempner-Abenteuer. Ohne diesem Spiel wären alle anderen 2D und natürlich auch 3D Marios heute entweder überhaupt nicht da oder nicht in dieser Form. Darf man nicht vergessen, mit diesem Spiel hat zumindest, was das Mario-Universum betrifft, alles angefangen. Das ist der Urvater dessen,
was wir heute lieben und warum ich überhaupt so leidenschaftlicher Zocker bin. Ich denke, ohne Mario wäre ich beim Zocken, also wär ich gar nicht so beim Zocken geblieben. Mario war was, was mich wahnsinnig fasziniert hat und was mich dann letzten Endes an die Konsole gebunden hat. Später waren es dann auch andere Games wie Sonic und so weiter. Aber Mario war eins der ersten Games neben China Sisters oder China Sisters, die es wirklich geschafft haben, den kleinen Dosten von anderen Zerstreuungen, sag ich jetzt mal, abzuhalten und ihn an den Bildschirm zu fesseln. Das Spiel ist genial, Leute. Aber brauche ich euch nicht sagen, ihr habt ja meinen Kanal genau wegen dieser Art Spiele abonniert. Ihr kennt das Spiel, ihr wisst, von was ich rede. Ich muss zum Spiel an sich nicht viel sagen, es ist einfach genial. So, es waren drei Parts Super Mario Bros. 1. Somit ist dieses Let's Play beendet. Ich habe in der Zwischenzeit schon das alte Super Mario Bros. 1 Let's Play von meinem Kanal verbannt. Dafür gibt es jetzt ein neues jetzt hier in höherer Auflösung und mit besserem Kommentar-Sound und natürlich, so wie ich finde, besserer Kommentar-Stil. Aber das ist ja natürlich Geschmackssache. Ich hoffe, es gefällt euch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Ich beende das Ganze hier. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusler. Bis zum nächsten Retro-Projekt, bis zum nächsten Re-Let's Play oder bis zum nächsten regulären Let's Play, bis zum nächsten Dosten angezockt, was auch immer. Ah ja, Dosten.